So, kommen wir zu unserem Physikthema: Wasserauftrieb und Wasserverdrängung. Och nö. Habt ihr schon mal was von Archimedes gehört? Nicht? Okay, ich erzähle es euch. Bei seiner Untersuchung von Verdrängung und Auftrieb ist Archimedes auf folgendes Prinzip gestoßen: Der Auftrieb, den ein Körper erfährt, ist genauso groß wie das Gewicht der Flüssigkeit, die er verdrängt hat. Oh, ich verstehe nur Bahnhof. Ist das langweilig? Ja, und da habe ich mir Folgendes überlegt. Wir machen ein Experiment zu diesem Thema, damit ihr es einmal mit den eigenen Augen seht und spürt. Dafür müssen wir aber einen Ausflug machen. Aber nicht in ein Museum oder so. Das wird ja mega öde. Ein Museum wäre sehr lehrreich für dich, Robert, aber diesmal gehen wir in kein Museum. Ich möchte, dass ihr das Experiment mit vollem Körpereinsatz ausführt. Dafür gehen wir ins. Na, wer weiß es? Na, wer weiß es? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kein Plan. Ins Aqualand. Was, wirklich? Yep. Ich werd nicht mehr. Wie cool. Ja, total. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir jemals für ein Thema in Physik ins Schwimmbad gehen. Ich werde alles geben. Finde ich gut, Robert. Nur es wäre ein bisschen schöner, wenn du auch mal sonst ein bisschen mehr Gas geben würdest. Ich kann's ja mal versuchen. So einen Unterricht könnten wir echt öfters machen, oder? Das wäre echt super. Physik wird ab sofort mein Lieblingsfach. Du und Physik werdet Freunde? Na klar, mein Gehirn arbeitet heute auf volle Pulle. Ich werde der Schnellste von allen sein, weil ich die Gesetze der Wasserverdrängung kenne. Ha! Das werden wir ja gleich sehen. So, Schluss mit dem Gequassel. Ab mit euch in die Umkleiden. Alles klar. Halt, stopp, Schüler, ich habe noch ein Anliegen. Ja, was denn, Herr Kuhfuß? Bevor wir uns an die Praxis machen, müssen wir natürlich noch die Theorie durchgehen. Dafür suchen wir uns jetzt einen Raum und besprechen die Physikgesetze der Wasserverdrängung. Was? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ich dachte, wir können rutschen gehen. Stattdessen müssen wir lernen. Echt jetzt? Reingelegt. War nur ein Scherz. Ab mit euch. Habt Spaß. Juhu! Das wird heute ein mega Vormittag, dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin. Hier wird mich niemand beim Schwänzen erwischen. Wer soll hier sein? Ich habe Spaß ohne Ende. Juhu! Diese Rutsche macht mega viel Spaß. Juhu! Ja, ey, das ist so cool. Wow! Wow, das war echt cool. Oh nee, Herr Kufus, der hat mir noch gefehlt. Was macht der hier überhaupt? Der müsste doch jetzt unterrichten. Schwänzt der etwa auch? Ich lach mich schlapp. Hey Leute, welche Rutsche nehmen wir als nächstes? Ich möchte die Speed Racer. Und ich die Galaxy Fly. Ach du grüne Kar, die ganze Klasse ist hier. Was mache ich bloß? Wenn der mich erwischt, kriege ich mega Ärger. Wie kann man denn so viel Pech haben? Ich freue mich schon so. Diese Rutsche ist echt mega. Das sieht echt stark aus. Juhu! Wow, das macht so viel Spaß. Jetzt komme ich. Und, wie fandest du die? Mega cool. Jetzt bin ich dran. Nein, ich. Hey, wir können auch zu zweit rutschen. Dann los. Juhu. Wow, diese Lichter, der Wahnsinn. Mega. Meine Güte, war das mega. Ja, das war super. Was mache ich denn jetzt? Ich kann mich ja nicht die ganze Zeit hier verstecken. Ich muss mich hier irgendwie rausschleichen, ohne dass mich jemand sieht. Auf den Ärger mit der Schule habe ich echt keinen Bock jetzt. Slide, was machst du hier? Schwänzt du etwa? Nein, Herr Kufus, natürlich nicht. Ich mache hier so ein Projekt, genau eine Projektarbeit für die Schule. Zu welchem Thema denn? Also, schon klar, jetzt hör auf mit dem Märchentheater, das werde ich deinem Lehrer melden. Bitte nicht. Doch, Freundchen, doch, Schule schwänzen geht gar nicht. Ach Mann, kann ich nicht denn nicht wenigstens einmal rutschen gehen, wenn ich sowieso Ärger bekomme? Vergiss es, du gehst in die Umkleide, ziehst dich um und gehst zur Schule. Okay. Gehen wir jetzt zu der Speed Racer? Dort rutscht man gegeneinander, auf Zeit. Oh ja, lasst uns das machen. Lasst mal Herrn Kufus fragen, das wäre bestimmt lustig, gegen ihn anzutreten. Ja, das wäre echt witzig, vor allem weil er natürlich verlieren wird. Na, meine Schüler, wie läuft denn unser Experiment? Sehr gut, Herr Kufus, sehr gut. Wollen Sie mal gegen einen von uns in der Speed Racer-Rutsche antreten? Ja klar, warum nicht? Cool, dann nichts wie hin. Dass Sie gegen mich verlieren, das wissen Sie schon, oder? Du bist dir aber sehr sicher. Ja klar. Na, wir werden es gleich erfahren.
Oh Mann! Ich war wohl schneller, Robert. Ja, sie haben gewonnen. Los, Mila, lass uns beide gegeneinander antreten. Okay. Ich war schneller. Ich will's nochmal probieren. Bin dabei. Sie waren ja schon wieder schneller. Herr Kufus, ich hätte gern eine Revanche. Du willst wohl nochmal verlieren, was? Nee, ich will gewinnen. Menno, Sie waren ja noch schneller als beim letzten Mal. Na Robert, dass du gegen Herrn Kufus verlierst, hättest du auch nicht gedacht, was? Das ist bestimmt nur Glückssache. Mal schauen, wer jetzt rutscht. Na, wie schnell war ich wohl? Opa? Das glaube ich jetzt nicht. Ist das dein Opa? Ja. Oh, hallo Anna. Was machst du denn hier? Na, ich versuche meinen neuen Rekord aufzustellen. Du bist öfters hier? Na klar. Wie haben Sie denn das gemacht? Sie waren ja mega schnell. Tja, wir älteren Semester haben halt einiges drauf. Ich würde mal sagen, je oller, desto doller. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Rutschen-Videos sehen wollt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Tschüss!